Willkommen im HDB Schweiß Shop zu unserem Testbericht Plasma Schneider. Ich habe 3 bis 4 Systeme vorbereitet aus unserem Verkaufsprogramm aus dem Online-Shop HDB Schweiß Shop und die vergleichen wir heute, schauen uns an, was kann welcher, was kostet der eine, was kostet der andere, Preis-Leistung, was ist der richtige Plasma Schneider für dich. Es geht los mit der Cutmaster 40 aus dem Hause ESAB. Dazu sehen wir den gleichen Bruder, das ist die Cutmaster 12 Plus. Aus dem Hause Victor. Victor wurde von ESAB übernommen. Also in Zukunft gibt es diese Maschinen so in grün nicht mehr. Die gibt es nur noch in gelb von ESAB. Dann geht es weiter mit unserer Hypertherm PowerMax 30R. Die habe ich mir heute auch rausgesucht. In dem Vergleich die stärkste Maschine, die Cutmaster 60 mit 60 Ampere. Mit mehr Leistung und einem größeren Brenner. Auch aus dem Hause ESAB. 4 unterschiedliche Systeme, 3 davon laufen mit 230 Volt, das heißt die Cutmaster 40 sowie die 12 Plus sowie unsere PowerMax 30R läuft mit 230 Volt mit normalem Lichtstromanschluss und die größere mit 60 Ampere hat mehr Leistung, also schon Starkstrom, also 3 Phasen, 400 Volt. Die Cutmaster 40 und Cutmaster 12 Plus sind beide Maschinen mit 40 Ampere. Der Hersteller gibt uns an, 12 mm effektiv schneiden. Stahl, Edelstahl, Alu. Plus, ich kann damit bis zu 15, 16, 17 mm trennen. Das heißt, die Geschwindigkeit ist dann nicht mehr so gegeben, aber ich komme an der Stelle, wo ich 15, 18 mm trotzdem durch. Wir haben bei der Cutmaster 40 sowie der Cutmaster 12 Plus einen sogenannten SL40 Brenner. Der Vorteil bei diesem Brenner ist schön leicht und handlich. Wir können aber bei beiden Maschinen auch einen größeren Brenner anschließen, auch den SL60. Wie wir zum Vergleich sehen, ist viel robuster, viel stärker, der hält etwas mehr aus. Beide Brenner haben den ATC-Anschluss, das heißt ganz einfaches Stecken und Verbinden. Kommen wir zu einem besonderen Plasmaschneider aus dem Hause Hypertherm. Wir haben auch hier 40 Ampere. Der Vorteil ist, ich habe hier schon einen integrierten Druckluftkompressor. Das heißt, ich brauche hier keine zusätzliche Druckluft, so wie bei den beiden. Da bräuchten wir nämlich so einen Kompressor, der uns die Druckluft erzeugt. Ohne Druckluft können diese beiden nicht arbeiten. Der Vorteil bei der PowerMax 30R, ein kleiner Kompressor ist integriert und liefert uns die nötige Druckluft. Einfache Handhabung und ein sehr schöner Brenner. Und auch leicht. Sehr leicht, ich kann mit einer Hand hochheben. Super einfach. Mit dieser Maschine können wir effektiv 20 mm trennen, also schon dickere Materialstärken. Plus wir können damit bis zu 28 mm trennen. Das heißt, wenn wir etwas dickeres Material haben, können wir an der Stelle langsamer fahren und das trotzdem durchschneiden. Also würde ich diesen Plasmaschneider zum Beispiel für Betriebe empfehlen, die etwas gröberes vielleicht Abbaubetriebe, die Schrott verarbeiten, da würde ich so eine Maschine empfehlen, beziehungsweise auch für landwirtschaftliche Betriebe. Am Bagger etwas schneiden, da kann ich diese Maschine auch empfehlen. Es gibt auch größere. Jetzt kommen wir zu dem Thema Preise. Was muss ich für so einen Plasmaschneider ausgeben? Wir beginnen mit unserer günstigsten Version. Wie gesagt, Cutmaster 40 bei uns im Onlineshop circa für 1200 Euro netto zu bekommen. Komplettes Set mit Brenner, Massekabel, Verschleißteile, Betriebsanleitung, was dazu gehört. Der Hypertherm PowerMax 30R, hier ist der Kompressor schon integriert. Diese Maschine ist auch etwas teurer, das heißt bei diesem System müssen wir schon netto mindestens 2 bis 2200 Euro einplanen. Der Nachteil bei dieser Maschine ist, dass ich den Brenner nicht einfach tauschen kann. Ich kann den nicht einfach lösen wie bei einer Cutmaster, die ist schon integriert. Das heißt, wenn ich den Brenner irgendwann tauschen muss, ist es viel aufwendiger, das zu wechseln. Ich muss alles aufmachen. Hier sprechen wir schon mindestens von 2500 Euro netto. Dafür haben wir aber viel mehr Schneidleistung. Für Preis-Leistung würde ich euch auf jeden Fall die Cutmaster 40 empfehlen. Hier stimmt einfach das Verhältnis. Ich habe ein hochprofessionelles Industriegerät. Die PowerMax hat seine bestimmten Einsatzgebiete. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, einen Kompressor mitzunehmen, ist natürlich viel besser, diese Maschine zu empfehlen. Und fürs grobe Arbeiten, wo es schon um mindestens 25 mm Materialstärke geht, ganz klar mindestens die Cutmaster 60 mit 400 Volt dreiphasigen Anschluss. Unser erster Test mit der PowerMax 30R. Schauen wir mal, was die so schafft. Ich habe ein paar Bleche vorbereitet. Dickeres Edelstahl, 6 mm Stahl und dünne Bleche. Und schauen, wie die sich so verhält mit dem Kompressor. Schutzbrille nicht vergessen.
Einwandfrei. Okay. 6 mm Baustahl. Auch kein Problem. Jetzt nehmen wir etwas dickeres. 8 mm Edelstahl. Es ist erstaunlich, was dieser kleine Inverter schafft. Ich habe 8 mm Edelstahl problemlos schnell in einer guten Geschwindigkeit geschnitten. Das heißt, der Kompressor, der hier drin ist, der bringt volle Power, die wir brauchen. Also absolut zu empfehlen. Nachfolgend in unserem Beitrag die Schneidergebnisse mit der Cutmaster 40 bzw. Cutmaster 12 Plus könnt ihr im nächsten Video sehen. Als weiteres Video könnt ihr euch gerne auch die Cutmaster 60 20 mm auch anschauen. Da könnt ihr sehen, wie wir geschnitten haben.